Ja, herzlich willkommen bei der dritten Aufnahmerunde von Northgard. Und ja, das letzte Mal, da haben wir leider nicht gewonnen. War auch, aber auch die erste Spielrunde, deswegen eigentlich nicht verwunderlich. Jetzt kommt aber die nächste. So, Spielername ist mir, wie gesagt, relativ egal. Sind ja sowieso gerade im Einzelspieler. Immer noch einfach, ja. KI-Spieler mache jetzt aber mal mehr, und zwar drei. Siegbedingungen lasse ich mal alle an. Und ja, starte mal ein Spiel, weil ich glaube nämlich, dass wenn man mehrere KI-Spieler hat, dass man nämlich auch mit anderen Freundschaft schließen kann. Weil es irgendwie oben links so angezeigt wurde, dass ich irgendwie mit dem befeindet war, da habe ich irgendwie den Verdacht gehabt, dass man alternativ auch befreundet sein kann. So, ich mag Raben. Wegen Itachi, deswegen nehme ich mal den Raben klar. Ich habe keine Ahnung, welche Vorteile er bringt. Ich bin auch gerade zu faul, um es durchzulesen. Es ist gerade ein bisschen spät. Also so spät fange ich selten an aufzunehmen, aber Kreaturen würde ich auch klarkommen. Fast bereit. Okay, es ist ein Indie-Spiel, aber trotzdem sehr gut auf Deutsch übersetzt, finde ich. So, gut, wir haben hier drei unbekannte Clans und wir wissen nicht, was die reichen. Okay, bauen. Fangen wir erstmal an, was zu bauen. Und zwar ein Speerlager, natürlich. Und eine Holzverlöte. Werden wir beides auf jeden Fall demnächst brauchen. So, du da? Werde einfach mal zum Speer. Hallo? Ah ja, Rechtsklick war das, genau. Hab die Steuerung schon wieder vergessen. Genau, Rechtsklick musste ich machen. Jetzt habe ich den zum Speer gemacht. Ist ja auch egal. So, so, feine Dame. Sie besorgen gleich mal Holz. Gut. Dann habe ich die zwei Sorgen dann für Nahrung, finde ich. Erstmal auch in Ordnung. Okay, was haben wir sonst noch alles? Highlight. Einfach kurz aufwerten. Dafür bräuchte ich Stein. Habe ich aber gerade überhaupt nicht. Hier gibt es auch viele Pilze. Kann man hier gut Nahrung sammeln? Ich weiß es nicht. Sieht auf jeden Fall hübsch aus. Highlight. Brauchen wir, glaube ich, erst später. Nahrungssilo, Handelsposten, Marktplatz, Hafen, Brauerei. Da hängt es vor. Fischhälte. Silo. Erstmal bräuchte ich. Naja, alles Mögliche eigentlich. Okay, wie viele Leute sind wir gerade? 5 von 5. Mehr Leute sind nicht. Wir könnten. Ja, eigentlich sollten wir mal ein neues Haus bauen. So. Das hat sich jetzt alles inzwischen aufgedeckt. Okay. Und gleich deckt sich der nächste Bereich auf. Schön. Der Speer kann dann ja gleich hier mal gucken, was es da so gibt. Okay, bauen. Schafe haben wir gerade gar nicht. Schade. Schafe wären toll gewesen. So, Fischhütte, Felder. Felder fördert ertragreiches Land. Haben wir gerade leider nicht. Handelsposten. Die Krönen verdienen. Mache ich mal später. Marktplatz, Hafen. Heilerhütte, Holzhütte, Speerlager. Wir sollten erstmal irgendwas haben, womit wir regelmäßig Nahrung verdienen können. Was ist das hier? Schiffswrack. Nein, 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 nein. Hä? Du, da, du sollst das. Ah, ich muss dieses Gebiet erstmal für mich beanspruchen, wahrscheinlich. Dann kriegen wir sogar auch gleich zwei Schafe dazu. Haben gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. So, und dann kannst du gleich mal hier ein bisschen plündern. So, bauen. Nahrungssilo, Marktplatz, Handelsposten, Brauerei.
Wo könnte man noch mal? Welches war noch mal das Gebäude, bei dem man Schafe halten konnte? Speerlager? Nee, auf jeden Fall nicht. Fischhütte auch nicht. Felder. Ah, wahrscheinlich war das eine Sache, die wir nur mit unserem Volk konnten, oder? Also mit den Raben können wir es wahrscheinlich gar nicht mehr. Na egal, ist auch nicht so schlimm. So, bauen. Ach, hatten wir ja gerade eh schon offen. Bauen tun wir mal. Ein Bergwerk, genau. So, und du kannst einfach mal bauen. So. Bauen. Was können wir sonst noch alles bauen? Stellen wir mal einen weiteren Holzfäller ein, dass das mal vollkommen ausgelastet ist. So. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, haben wir leider mit diesem Volk nichts. Wir haben eine Fischerhütte. Das ist natürlich so nice. Aber wir haben. Ja. Ein Schaf, okay. 200 Holz und 100 Gold haben wir bekommen aus dem Wrack. Natürlich saugeil. So, du arbeitest hier mal als Bergwerkler, der nur leider nur in der Oberfläche Stein abbauen kann. Ja, das finde ich ein bisschen. Ja, okay, gut. Akzeptiere ich mal. Gut. Ein Nahrungssilo. Erhöht die Produktion von Nahrung in diesem Gebiet um 10%. Da gucke ich, glaube ich, würde ich erstmal gucken, in welchem Gebiet das überhaupt wirklich schlau wäre. Hier haben wir ertragreiches Land, da könnten wir Bauer haben. Das besiedle ich sogar mal schön schnell. Wir können es uns derzeit von der Nahrung her leisten, deswegen. So, gleich mal ein Feld bauen lassen. Ja, das ist ein Holzfäller. Du bringst mal die Nahrung weg. Und dann gehst du mal hier hin. Braver Junge. Ansonsten bauen. Fischerhütte. Können wir dieses Gebiet Fisch fangen? Wie sieht denn dieses Gebiet aus, in dem man Fisch fangen kann? Oh, da sind schon wieder Draugere. Ein Wald. Wird die Produktion von Holz in diesem Gebiet um 10%? Ja, das ist nicht auch. Ach, das ist kein Wald, das sind einfach nur Bäume. Ein Wald ist das da. Okay. Also eine Fischerhütte kann man wahrscheinlich nur an so einem Teich machen, der auf Land ist, aber ist das hier hinten? Ein Runstein. Wir können kein Gebiet besiedeln, das verteidigt wird. Ja, dann baue ich einfach mal hier ein Ausbildungslager. Und du hier, du arbeitest gefälligst mal hier und stellst ein bisschen Nahrung her. Du auch. Und du, bauen. Du baust mal ein Nahrungssilo, damit die hier schneller Nahrung produzieren können. So. 6 Steine haben wir gerade. Nahrungssilo. Brauerei. Brauerei. Viel mehr Zufriedenheit. Zufriedenheit ist im Moment ja noch recht gut, deswegen. Nicht unbedingt notwendig. So. Du bist zum Krieger, du bist zum Krieger.
Dafür bräuchte ich mehr. Okay. Ich wollte eigentlich... Na egal, so. Rechtsklick, stimmt ja. So. Dann schicke ich euch mal eben rein. Wölfe sollten hier eigentlich keine Probleme sein. Eigentlich. Achtung, ihr werdet angegriffen. Und es wird gerade schon Winter. Aber nur minus 4 an Holz. Das ist ja... wenig. So, wir siedeln. Sehr gut. Dann kann sie hier zu Gelehrten werden und uns erstmal schön Weisheit einbringen. Du baust mal das Nahrungssilo da oben auf. Wölfe nehmen das da oben ein. Verdammt. Gefällt mir gar nicht. Gut, haben wir irgendwo irgendwelche... Da haben wir einen nicht zu den Dorfbewohner. Obwohl, noch baut er auf. Ah, okay, gut. Dann kann Dave wieder als Bauarbeiter arbeiten. Und dann bräuchten wir jetzt mal neue Häuser. Damit wir neue Leute haben. Weil wir haben eine Menge neue Jobs zu vergeben. Wir bräuchten zum Beispiel dringend einen Heiler. Einen Heiler. Mehrere wären jetzt, glaube ich, nicht unbedingt notwendig. Die Schaffel bringe ich mal hier hin. Ich lasse die Schafe einfach mal eins in dem Gebiet, eins in dem Gebiet. Einmal, weil hier ein Haus ist und hier, weil die anderen beiden Häuser sind. Dann verbrauchen wir weniger Brennholz und ja. Der Vorteil liegt auf der Hand, denke ich. So, 10 von 15. Das heißt, können wir neue Leute dazu bekommen. Dorfbewohner, du baust jetzt gefälligst. Axtverlager. Nein, nein. Was wollte ich nochmal machen? Eine Heilerhütte, richtig. 3 von 3 in diesem Gebiet. Da unten habe ich ja auch noch ein neues Gebiet frei. Was haben wir denn da oben? Was sind das denn für welche das sind? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Kleine Kobold oder so. Moment mal, da wird noch gar nicht gebaut. Stimmt ja. Wenn dein Gebiet kein Dorfbewohner ist, dann fangen die ja nicht selbstständig zu bauen an. Die blöden Säcke. Gut. Also es geht auf jeden Fall um einiges schneller voran, habe ich das Gefühl. Jetzt wo ich weiß, wie es geht. So, du Dorfbewohner könntest dich auch gleich um den nächsten Job kümmern. Und zwar bräuchten wir mal einen Handelsposten. Den brauchst du mal gefälligst auf und du heilst jetzt, weil die beiden haben es ja auch irgendwie nötig. Gut. Stimmt ja, wir können ja ja, Holz ist immer gut. Angriffskraft ist auch gut. So, mehr können wir gerade nicht machen. Egal. Habe ich ja ganz vergessen, dass wir noch so Dinger erlernen können. Dorfbewohner, der gerade nichts zu tun hat. Könnte was zu tun haben. Nur wo bräuchten wir noch Hilfe? Da, als Speer, als Krieger.
Pfeiler brauchen wir eigentlich nicht mehr und mehr Stein. Am Steinbruch bräuchten wir eigentlich auch nicht so dringend. Ich denke mal zum Kronen verdienen. Oder Kröns. Sag ich mal Kronen. So. Gut. Dann könnte ich jetzt zum zweiten Mal hier arbeiten. So, ansonsten. Wartungsturm, Schildknappenlager. Achsenwerfer. Heißposten, Marktplatz. Ein Marktplatz lasse ich auch gleich mal errichten. Ja, dann hätten wir zwei weitere Dorfbewohner, können da noch nachspawnen. Die hier oben werden brav geheilt. Sehr gut. Wo wir auch wieder Kronen verdienen, können wir auch endlich mal die Gebiete aufbessern lassen. So, unser Spieler wurde beim Erkunden eines neuen Gebietes verletzt. Das ist natürlich schade um ihn. Oh, wir verlieren gerade ordentlich Nahrung, sehe ich. Das ist unschön. Was ist das hier eigentlich? Steinkreis. Sieht profitabel aus. Ah, das ist eine dieser Ruinen. Wir sollten uns aber dringend mal um Nahrung kümmern. Merke ich gerade. Dafür bräuchten wir entweder ertragreiches Land oder Rehe. Oder, ja, Fisch. Haben wir alles aber gerade nicht. So, So, ihr greift mal bitte hier diesen Gebiet an. Wollen wir eigentlich unseren Speer gerade? Speer? Ist natürlich sau cool, was du machst. Ja, doch, erkunde weiter, ist mir doch egal. So, dann dieses Gebiet. Wir sehen den 420. Ja, natürlich, haben wir natürlich nicht. Habe ich natürlich vergessen. Ja, wir haben ja gerade keine Nahrung. Ja, immer noch nicht. Bauen. Was könnte man machen, um ein aufgewertetes Gemeindehaus brauchen wir erstmal. Ja. Moment mal. Irgendwas, womit wir Nahrung besser, weniger verbrauchen? Nicht wirklich. Ah, da. Ah, das klingt doch gut. So. Also, aufwerten. Jetzt haben wir ein aufgewertetes Feld. Wir machen aber immer noch Minus an Nahrung. Jetzt nicht mehr. Aber auch nur ganz knapp. Okay. Also für den Winter könnte es echt mies werden. Weil wir bis dahin es nicht hinbekommen. Sammelt in der Wildnis Nahrung? Ja, macht er gerade gar nicht. Wäre toll, wenn das mal machen würde. So, ihr beide geht aber mal wieder hier hin, damit ihr... Oh, zwei eurer Mitglieder sind krank. Darum wird sich aber hoffentlich schnell gekümmert.